Wegen der Bauarbeiten in der Humboldtstraße bleibt die Verkehrssituation in Zwickau weiter angespannt. Die ZEV erneuert dort eine wichtige Fernwärmeleitung. Da unter der Straße ein Abwasserkanal verläuft, mussten die Arbeiter zu einem Kunstgriff greifen. Der Schaden war schon im vergangenen Jahr bemerkt worden. Durch die Isolation des Rohres war Wasser eingedrungen und das eingebaute Feuchtwarnsystem hatte Alarm gegeben. Da man die Wärmeleitung im Winter nicht einfach abdrehen kann, hatte sich die ZEV entschieden, die Reparatur auf einen günstigeren Zeitpunkt zu legen. Der Eintritt der Feuchtigkeit ist aber nicht so stark, dass wir winterüber eine Sofortreparatur durchführen mussten. Und aus diesem Grund haben wir uns dann entschieden, alles genauestens vorzubereiten und in einer Zeit, die etwas verkehrsärmer ist, also jetzt die Sommerferienzeit, zu nutzen, um die Leitung komplett zu wechseln. Ist die Isolation erst einmal feucht, so verliert sie ihre isolierende Wirkung. Die Untersuchung ergab, dass das Wasser nicht aus der Fernwärmeleitung selbst stammt, sondern von außen eingedrungen ist. Wir haben hier mit einem relativ hohen Grundwasserstand, bedingt durch den Schwanendeich, zu kämpfen. Also das heißt, an dieser Stelle geht in etwa 2,50 Meter unter der Oberfläche beginnt das Grundwasser. Und die Leitung liegt im Bereich Humboldtstraße, Querung unterm Abwassersammler in einer Tiefe von ungefähr 5 Meter. Also das heißt voll im Grundwasserbereich. Die Zwickauer Energieversorgung wollte die Fernwärmeleitung aus diesem Grunde höher verlegen als bisher. Doch da wurde es eng im Untergrund. Also die besondere Herausforderung ist hier, wie man im Hintergrund sieht, der Abwassersammler. Wir haben uns ja entschlossen, die Leitung nicht wieder in einer tiefen Lage von 5 Meter neu zu verlegen, weil sonst hätten wir voraussichtlich in 15 bis 20 Jahren ähnliche Probleme, wie wir sie jetzt haben, sondern wir wollen die Leitung in einer Verlegetiefe verlegen, wie man sie normalerweise dann auch dementsprechend verlegt, das heißt 1,20 Meter Tiefe. Wir mussten hier in Abstimmung mit den Wasserwerken den Kopf des Abwassersammlers öffnen, den Abwassersammler im inneren Bereich neu auskleiden, sodass wir noch einmal 30 cm tiefer gekommen sind. Und das allein hält natürlich ungefähr eine Woche zusätzlich noch mal auf. Und dann kommt natürlich noch die Lage der kompletten Fremdmedien. Wir mussten teilweise Wasserleitungen im Vorfeld umverlegen, wir mussten Kabel im Vorfeld umverlegen, damit wir überhaupt diese relativ großen Leitungen verlegen konnten. Wie wichtig diese Fernwärmeleitung für Zwickau ist, lässt sich leicht daran erkennen, welch großes Gebiet damit versorgt wird. Vom Querschnitt her ist es eine der größten Fernwärmeleitungen der Stadt. Also die Wärme kommt von unserem Heizkraftwerk an der Heinsdorfer Straße bzw. von unserem Heizwerk. Der Leitungsverlauf ist dann über die Innenstadt und von hier aus über die Humboldtstraße, Melzerwiese, wird die komplette Bahnhofsvorstadt, das Verwaltungszentrum, die Paracelsus-Klinik und Teile von Mariendal bis hin zum Gewerbegebiet an der Kopernikusstraße versorgt. Also die Leitung hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung und das ist auch die einzige steigere Trasse, die wir von Winter dann nutzen können. Aus diesem Grund mussten wir auch handeln. Bis Ende nächster Woche müssen sich die Autofahrer in Zwickau noch in Geduld üben. Ab dem 7. August soll die Straße wieder befahrbar sein.